Diplomatischen Helm wie von Kutscher. Sag mal, ich will ihn den Mewis. Der will's, was er will. Der hat wenigstens noch Mumm in den Knochen. Ja, ausgerechnet der Mewis. Der ist so dusselig, dass er als Rübe auf dem Acker stehen könnte. Und wird wohl bloß noch eine kleine Weile dauern, denn hat der Mewis seine eigene Privatequipage. Und was machst du? Du sitzt hier beim Kübel und labelst und andere Leute Schuhe hoch. Ich geh in den Fingerkühle. Der presset aus wie eine ausgequetschte Zitrone. Pass mal lieber auf, dass dir jeder in den Finger kriegt. Kindchen. Hab da doch nichts so. Bin ich nur der Deine oder bin ich das nicht? Pass mal nicht an. Das ist bei mir wie beim Krämer. Erste Ware, wenn das Geld. Liedchen. Am 15. ist der Erste, da schlägt's 13, da wird geheiratet. Oh. Ich geh jetzt Stantepin zum Standesamt und arrangiere, dass du ja sagst. Und nur an der Arbeit, Mehlwurm. Wenn euer Nächster schon eine Zeit in den Kneipen verjuchelt, dann muss ja wenigstens einer sich um den Absatz kümmern. Erst die Zeitung. Wenn ich keine Zeitung habe, weiß ich doch nicht, was falsch ist. Der Mensch muss schließlich wissen, wo es lang geht. Immer an der Wand lang! Ja! Und das leichte Stille und leise. Ha, ha, ha! Ja, wo bin ich denn hier? Verdammt, wa? An der Wand lang, immer an der Wand lang. Ja, keine Wand da, wa? Tun wir einfach so, wa? Heimat von der Bummelreise. Immer in der Wand lang, immer in der Wand lang. Tschüss! Noch eine Runde. Immer in der Wand lang, immer in der Wand lang. Ich bin der tolle Wolle. Immer in der Wand, an der Wand. Morgen, Primel. Meister Primel, war heute wieder eine lange Nacht, eine sehr unfeucht war. Das ist das Schöne, das hat Primel mit Primels gemeinsam. Ja, wir lieben es, wenn es feucht ist. Halt, Moment, langsam, schön langsam stehen geblieben. Und wenn der Schrank wieder vorbeikommt, Da kommt er, den schnappst du zu, jawohl, die hab ich, Das muss einmal in aller Deutlichkeit gesagt werden, wenn noch mal einer behauptet, der Priori, der trinkt, dann ist es glatt gelogen. Denn was der gute Priori ist, der säuft. Nachts in den Kneipen und tagsüber pendeln, könnt ihr so passen. Wo kommst du überhaupt her? Meine Himmel, du wirst es nicht glauben, direkt aus dem Zuschauerraum. Ja, mir auch noch veralbert, das habe ich gerne. Ja. Ist was für ein Mann, wenn ich geschlagen bin, wenn das jeder vorher gesagt hätte. Vielleicht hat sie ihn noch versucht, aber bei sie kommt man ja nicht zu Worte. Kümmer dich nicht mal um unser Sonnenschein, Tier. Mach Eier, Popeye, aber schön leise. Ich geh zurück zu meiner Mutter! Noch einmal besoffen, du siehst mal nie wieder! Martine! Mein süßer Sauerampfer, du! Ich bin nur der brave Willi! Du trinkst mir jetzt erstmal einen richtigen Kümmel! Jawohl! Nee, Kümmeltee! Und du, Eier, Popeye!
sein. Du bist auch schon wie alle. Bei deiner Mutter hältst du die Klappe. Bei mir reißt du so. Ist es die Luft hier? Oder stinkst du? An dem Baum, da hängt ne Flamme, die möchte ich gerne haben. Am anderen Baum, da hängt auch ne Flamme, die möchte ich auch gerne haben. So nimm, wenn du sie hier sollst, so nimm sie dir. Sonnenscheinchen. Wahnsinn, lieber Mann, was ihr Sonnenscheinchen mit mir angestellt hat. Weil du nicht mit Kindern umgehen kannst. Ich lerne ja hier auch nicht auf Säuglingsschwester. Du gehst jetzt gleich mal mit Paulchen in eine frische Luft. Aber nicht mit dem Kinderwagen. Da halt mal die anderen Jungen ja für eine Spree bei der Arme. Du tust, was ich dir sage. Was bleibt denn auch in diesem Hause schon anderes übrig? Wo ist denn der Mehlwurm? Sehen Sie ihn? Nee. Der wird da wohl nie da sein. Wenn ihr nach so einem Katzen sagt, würde hier wohl ja rund und fett. Frau Frühstück halten Sie ab. Wer nicht arbeitet, braucht ohne Essen. Wer nicht arbeitet, braucht ohne Essen. Wer so einen Quatsch auf der Stelle am Fest treffen. Hi, auf Mehlwurm. Kannst du denn hier aufpassen, wo du hintrittst? Ich lerne mich so offen, Mann. Aber nicht mehr lange. Nach den letzten wissenschaftlichen Forschungen unterliegt es jetzt keinen Zweifel, dass der Komet gegen die Erde geschleudert wird und dass die Erde am nächsten Mittwoch mit Bestimmtheit untergeht. Das geht nicht! Mittwoch gibt es Eisbein mit Sauerkraut! Du scheinst nicht zu begreifen, was das bedeutet. Weltuntergang! Nee, hab noch nicht Kind mit dir gemacht. Also, das ist so. Dein Kopf, angenommen, ist die Erde. Und meine Hand, angenommen, ist der Komet. Und der Komet, der schlenkert jetzt so in die Gegend rum. Aua! Was denkst du jetzt? Was so meldet der Herr gleich verzichten? Nee, kannst du nicht hier in der Zeitung steht in schwarz auf weiß. Kannst du dir überhaupt vorstellen, was so ein Weltuntergang für Folgen hat? Na klar, wir fliegen ohne Zeppelin durch den Ozon. Genau, aber so weit ist es noch nicht. Gott sei Dank! Die letzten paar Tage, die uns noch bleiben, wollen wir ordentlich genießen. Oh ja, vorhin machen wir eben los, dass sie da oben das Halleluja aus dem Munde fällt. Das wird die Sause des Jahrhunderts. Los, Ede, hier auf meine Sparkasse. Hebt mein Geld ab. Alles mein gesamtes Vermögen. In der Mark und 80, ob das reicht? Das muss reichen. Ich werde doch den euren Rotschild verschieben. Sende umgehend 1000 Märkte. Ob ihr das macht? Na klar, so mich mit dem Mann stehe. Und wann gibst du die zurück? Na wann schon? Nächsten Donnerstag. Nun geht die Welt zugrunde. Warum ziehst du denn die Mesa aus deiner Sonntagskledage ein? Na meinst du, für die letzten Tage den Schuster rumlaufen? Mein liebe Fienchen, die Welt geht unter. Nächsten Mittwoch geht die Welt unter. Nächsten Mittwoch haben wir Waschtag. Das ist eine wissenschaftliche Feststellung. Und die Wissenschaft kümmert sich um Dreck und die dreckige Wäsche von eurer Herrschaft. Die Welt geht unter und wir fliegen. Wohin? Das hängt ganz vom Wind ab. Irgendwie in Richtung Wilmersdorf, Steglitz und eben dann überm Wedding die Kurve nach dem Nordrichter. Die anderen über Pankow Richtung Karlshorst und dann ist die Luft auf die Jungfrau. Weg! Das hast du dir ja prima ausgedacht. Was hast du denn da? Das sind die Heiratspapiere. Und du lässt die Welt untergehen. Und alles bloß, weil du mir die heiraten willst. Und der Welt unter den Füßen kann er ja schlecht heiraten. Wenn ich das geahnt hätte. Mit Kusshand hätte der mir das mir genommen. Das ist ein Kavalier. Kurz vorm Weltuntergang lässt der Kehlmännchen nicht sitzen. Typisch, weil
Die Welt geht unter und sofort wird geredet und heiratet. Erst mal noch ein Zeitvertrag ist. Nicht weiter. Die Welt geht unter. Also. Was hast du gesagt? Was geht unter? Die Welt, was denn sonst hier steht. Nach den letzten wissenschaftlichen Forschungen unterliegt es nunmehr keinen Zweifel, dass der Komet gegen die Erde geschleudert wird und dass die Erde am nächsten Mittwoch mit Bestimmtheit untergeht. Also Mäßer, das ist so. Ja. Ihr Kopf, das ist die Erde. Ja, ja. Meine Hand ist der taumelige Komet. Ja. Und nur pass mal auf, denn dein Kopf nicht die Erde. Oh. Die Welt geht runter. Heißt also... Was hat sie da für Klamotten an? Das ist ja meine. Unter den gegebenen Umständen hätte ich für richtig, ihren Rock und ihre Weste zu tragen. Aber vollkommen nicht schon, war eine Unverschämtheit! Der mit dem Fünfer allein geführt, zieht vom Lohn ab. So verdient er ja nicht. Priemel. Was, Priemelchen? Oh. Lieber Wilhelm, red da nicht auf mit dem Verstand, Mann. Du weißt ja gar nicht, wie nah dir dein Ende ist. Wann zahlen Sie denn du zu mir? Das darf man nicht wahr sein, dein Ernst! Ist es, mein liebes Priemelchen, denk dran, nächsten Mittwoch geht die Welt unter. Und was machen wir bis dahin? Vorher machen wir noch eine Sause. Und nachher? Ist doch das Schöne an so einer Sause vor dem Weltuntergang. Nachher ist nichts mehr. Nichts. Nein, nicht nichts. Mann, das heißt... Mensch, Willi, alter Junge, sei doch nicht so schwer vom Papier. Du hast es schon richtig verstanden. Am Mittwoch geht die Welt unter. Ach, der Olaf, du zu mir oder ich nicht. Ja, Willi, du hast richtig gehört. Für die Partei, die uns auch bleiben wollen, mit Zwirbstock keine mehr Kälte machen. Na gut, Jungs, bin einverstanden. Also sag zu jedem Idioten du, bitte. Und was sagt Mathilde dazu? Wo bist du wieder gewesen, mir zu sagen? Wer kennt ihn doch? Der Schlag in den Testillen. Und was ist mit mir und dem lieben Sonnenscheinchen? Denn das will ich mir bieten. Ich gehe zurück zu meiner Mutter. Da heiratet man uns auf euren Zausel und was hat man nun davon? Los, Willi, ran, ihr geilen Schreckschraub ist sauber, zeigt dir einen Eisfeld der Wehe der Armhause. Halt den Maul, Mathilde, wenn ich mit dir rede! Ab sofort, da tanzt alle nach meiner Pfeife! Willi, sind wir ja kurz vorm Weltuntergang. Das ist natürlich kein Grund, sich von Ihnen wie du und bis runterhundern zu lassen. Nein, nicht mit mir! Nicht mit dem Meister Prime! Der Prime geht mit der Welt runter, aber wie ein Kapitän geht da unter! Siegreich und ungeknickt! Lassen wir jetzt hier! Wenn die Posaunen von Jericho mir Quartier machen, als der ganze Musikkapelle vom Wittenball einknickt, der sagt, ich bin für dir, Mathilde Prime, unüberhörbar! Er will doch auch nicht sofort einmarschieren, ja, vor dem Untergang noch unter Kuratel. Immer die Prima! Priemelchen, ja, du musst aber untersuchen lassen. Der Mann ist doch mal beim Untergang. Der brüllt mir an, ganz ohne Übergang. Nur von wegen ein bisschen Weltuntergang. Muss ich ja nicht den starken Willen markieren. Was heißt denn hier markieren? Ich bin der starke Willen. Persönlich. Ja, was ist das denn? Lass mal gucken, die Bergscheiße. Was meinst du, wenn ich die alles noch fahre? Was willst du denn sagen, Primel? Oh Gott, Mathilde. Na, sag mal was. Nicht von Bedeutung, ne? Warum wird denn hier nicht gearbeitet? Ja. Wilhelm! Ja, hast du denn nicht gesehen? Das ist ja die Höhle! Der Flieger hat ja deinen Rock an! Weißt du denn, die Welt geht runter? Glaube ich nur auch. Antworte, Primel! Schick sie dahin, wo sie hergekommen ist. Sag dir, was du von sie hältst. Oh. Wer ist die denn? Ah, die Tochter von der Portische! Und die wollen du nicht! Die Kinder mir wollte! Also, abknick, ey, oh Mann! Ich habe dir die Hand gereicht, hab deine Ehe nicht und was ist der Dank dafür? Meine Jugend habe ich an die Kerl verschwendet! Was heißt denn hier Jugend? Wie du der aufhörst, bist du ja noch nie jung gewesen, Menschenskinder! So, wo hat der bloß meine Augen gehabt, als ich dir freite? Verdammt, und dann kannst du dich einfach nur umkicken! Was? Verkommen, warte, total verkommen! Das war genau die Zeit, wo du dir von der sündigen Welt abkehren wolltest. Und dann lief dir diese Troller über den Weg. Die Troller? Die wird dir gleich eine ballern! Lass mir mal, das ist nur der Dank, den ich dir aus der Gosse gezogen habe! Ich muss auch von Arzt untersuchen lassen, ob sie mal nicht schon angesteckt hat mit ihrer Kehlerei zur Ebene. Die haben das früher verbrannt. Und ich konnte aber die Heirat. Die Zeit, meine Luft an. Vor der Angestellten will ich mal nicht zu deinen Verwandten, Jurin, äußern. Los, alle Arbeit. Halt mal. Und du zieh den Rock aus. Psst. Das ist doch alles klar, nee, das ist endlich Sense mit der Malore.
Also so kurz vor Weltuntergang, da rühren wir keine Sohle und kein Absatz mit dem anderen. Der Kummer hat nämlich mit dem über den großen Onkel in den Weltuntergang latscht. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, aber mit mir nicht. Wenn ihr weiter so faul inszeniert, der Welt nicht runter, dann geht euch ein Licht auf. Wobei ich Mathilde Priebel heiße. Mein Paul! Mein Sonnenscheintier! Oh, ihr hängtes Haus und Kuchen! Mann, nur zum Trocknen! Ihr Unmächtig! Wisst ihr, was wir nun machen? Nee, wir machen das, was alle machen, wenn sie mehr als zwei sind. Wir gründen einen Verein. Was denn für ein Verein? Freunde des Weltuntergangs. Ja! Eine Ordnung haben, die Stiefel vom Geheimrat. Sohlen und Absätze vom Besten. Drang da nicht eine Stimme an mein Ohr? Ja. Ich glaube wirklich, da ist er. Das sind ja Sohlen und Absätze. Ich höre auch mal Sohlen und Absätze. Was sollen wir Sohlen und Absätze bei keinen Fuß treten? Schluss mit dem Unsinn. Spätestens nächste Woche. Hubertus Jagd. Was sagt der Typ? Nächste Woche? Du wisst ja, was nächste Woche ist. Ja, du Buchstabe. Hubertus Jagd. Halt mal's Heulen. Was wird denn hier gespielt? Gute Frage. Na zum Beispiel Katz und Maus. Ja? Dass die Fatzkes in Uniform immer so auf den Putz hauen müssen. Kommt frisch von der Straße weg hier rein und sagt Sohlen und Absätze. Sohlen und Absätze. Ja, aber das ist doch hier die Werkstatt von Schuster Priebel. Nein, nein, das sieht nur so aus, ist alles Tarnung und alles Tarnung. Das ist hier der Verein. Ja, ja. Schöner Verein seid ihr. Das stimmt. Und wir nehmen schon lange keine Mitglieder mehr auf. Also wie ist denn nur Sohlen und Absätze, sonst sagt zu meinem Herrn, dass sag ich hier lieber, sag mal lieber deinem Herrn, er soll die letzte Rechnung bezahlen, dann soll er mir auf der Straße grüßen und er soll dir nicht wie Luft behandeln. Aber doch. Willi, wenn wir alle in der Luft sind, spielt es doch ja keine Rolle mehr, wer wem wie Luft behandelt. Toll, wo seid ihr? In der Luft! Was? Also, wenn ich eins nicht aufstehen kann, dann sind es die Typen, die nichts begreifen. Aber ist auch kein Wunder. Bei einem Kutscher, der auf dem Bock durchgerüttelt wird, da rutscht der Verstand dahin, wo andere drauf sitzen. Au! Und was nun die Fiene angeht? Fräulein Fiene. So viel Zeit muss sein. Die Stiefel braucht bis heute Abend. Sohlen und Absätze. Sohlen und Absätze, Mebes, Hehl. Und am nächsten Mittwoch geht der Welt unter und da willst du. Was ist? Die Welt geht unter. Habt ihr schon davon gehört? Der Komet kommt. Das ist so, die Meere sein Kopf, das ist die Erde. Und meine Hand ist der Taumelier Komet. Und wenn die Behinderung... Halt mir vom Kopf, Peter. Au! Also was ist denn Sache? Die Zeitung und die Wissenschaftler haben festgestellt, dass es mit der Welt nun nicht mehr so weitergeht. Und darum geht sie unter. Oh ja, kein Wunder, weil eine Welt, die voller Unterwelt ist, teilweise spricht doch ein Altbild, ist sich persönlich und schnell verabschiedet, nicht wahr? Du sollst ja neben der alten Welt auch noch eine neue Welt geben. Das wird der besten Welt. Allmählich zu viele. Die Welt geht unter? So einfach, dir nichts, mir nichts? Schluss, Punkt, Feier. Und wir? Bada, bis es so weit ist, da immer mit Gesang. In das nächste Restaurant. Aha, und dann gehen wir frisch und runter. Wahrscheinlich mit der Welt schön unter. Und großartig. Großartig. Aber vorher geht's mein Chef persönlich. Na, ihr Heimat zurück. Na, ihr Heimat sind ja oberste Leuteschinder zwischen Morbid und Prenzlauer Berg. Ah. So was wie Sie müsst ihr einen eigenen Weltuntergang haben. Und wenn Sie nach unten kicken, dann ist da schon ein kleiner Satan mit einem Spieß. Und der Spieß kommt immer näher. Und Ihre Jacke, die dusselige Kuh, die sollte sich mal bessere Manieren zu legen und mir nicht dauernd kujonieren. Dit und noch viel mehr will ich sagen. Was sein muss, dit muss sein. Ihr Heimat, ich komme. Und wie ich komme. Bravo, bravo. Würde. Der ist ja ganz sympathisch. Hier, Extrablatt, gerade rausgekommen. Ach. Die Welt geht nicht unter. Das ist doch weißt, das muss ich lesen. Moment, lass mal ein bisschen weiter weg doch mal. Wir einige Blätter haben heute Morgen die Nachricht, du musst weiter weggehen, verbreitet, dass die Welt untergeht. Wir aber können im Namen der Wissenschaft mitteilen, dass von einem Weltuntergang keine Rede sein kann. Oh, aber hier steht doch, ja. Meine... Eine Zeitung kann doch nicht die Welt untergehen lassen und die andere Zeitung lässt sie nicht untergehen. Na und die Wissenschaft? Ja, das ist aber nur so ein Bilde, wisst mein lieber Junge. Wenn die Wissenschaft mit Sicherheit was behauptet, ist es noch lange nicht sicher, ob die Zeitung denn auch so druckt. Und woher soll ich nur wissen, ob die Welt untergeht oder nicht? Das merkst du. Also kann ich dir garantieren, das merkst du ganz bestimmt. Ich gehe. Ja? Und zwar für immer. Och, Mathilde. Na hier! Kann dir die erfreuliche Mitteilung haben, die Welt geht nicht unter. Bedeutet für dich natürlich nicht, dass für dich wieder die Sonne aufgeht, nicht? Ja. Hier wo, zieh meine Klamotten aus und setz mal an den Tisch.
Sagtest du nicht vorhin was vom Heiratspapier? Das war vor dem Weltuntergang. Ja, aber der findet doch nun nicht statt. Kein Weltuntergang, keine Hochzeit. Ah, kein Weltuntergang in dem Verein. Ab sofort bin ich wieder Sie. Für dir auch, Edel, damit du klar siehst, ja? Hol mal eine Stiefel von der Hanni Heimat. Hier hast du eine Schürze. Mach die Sohle locker. So, Mathilde, du verflühst deine Küche. Wenn du mal nochmal in meine Sachen reinredest, dann kann ich ja sagen, dann kannst du was erleben. Und wenn ich in der Kneipe gehe. Ich geh mit. Nee, du musst mal gleich zum Temperenzler machen, wa? So, ich hab alle die Rehe. Der alte Döskopf hat vielleicht Ohren gemacht. Und erst die Gnädige. Fast in Ohnmacht ist hier gefallen, als ich sagte. Es ist alles ein Irrtum, Madame. Die Welt geht nicht unter und der Drinvieh bin ich. Wie bitte? Was ist? Kein Weltuntergang? Und ich hab gekündigt. Ja, das ist nun mal so vor Weltuntergängen, nicht? Da weiß man nun nie, kommen sie oder kommen sie nicht? Weltuntergänge!